großen Gast bei uns in der Eigentümergemeinschaft. Nase verbrenne und Narzen hört, das ist ein. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Du kannst wahrscheinlich hier die Autos im Hintergrund hören. Ich stehe ganz nah an der Straße, aber ich wollte unbedingt das gute Wetter ausnutzen. Ich habe heute einen Tag, an dem ich nicht arbeiten muss. Morgen geht es in den Urlaub und es ist die Zeit für eine Woche am Arm mit meiner Wandag Tiefsee. Ich komme mal ein kleines bisschen näher ran. Ihr könnt sehen, ich habe ein etwas anderes Band dran als an meinen Reviews. Das Stahlband nehme ich natürlich mit in Urlaub, um euch auch das Stahlband im Praxistest zeigen zu können. Von dem Stewardband war ich ja nicht so wahnsinnig angetan. Insofern startet heute meine eine Woche am Arm mit einem neuen Band und einer Reise in den Urlaub, die morgen beginnt, sodass ich euch hoffentlich viele interessante neue Einstellungen, Szenen und Alltagssituationen zeigen kann. Es ist Freitagmorgen, wir haben 8:55 und meine Wandag Tiefsee ist am Arm. Ja, morgen geht es in den Urlaub. Heute habe ich schon einen Tag, an dem ich nicht arbeiten muss. Ich freue mich total auf den Urlaub. Es geht in den Schwarzwald. Das Video sende ich natürlich nach meinem Urlaub, also für alle, die Interesse daran haben, meine Uhrensammlung eigenständig und ohne mich selber zu besuchen. Leute, wenn dieses Video ausgesendet wird, bin ich wieder zu Hause und ihr müsst klingeln und braucht nicht durchs Fenster zu kommen. Ich habe die Wandag Tiefsee mir ausgesucht für den Urlaub und für die eine Woche im Urlaub, weil ich glaube, dass es eine extrem vielseitige Uhr ist, die sowohl robust genug ist für alles, was ich im Urlaub mache, aber auch nicht grobschlächtig, sodass ich sie auch, wenn man mal essen gehen kann, sehr gut tragen kann. Ich freue mich total darauf. Ich werde euch hoffentlich viele interessante Einblicke geben können. Jetzt an dieser Stelle muss ich tatsächlich kurz die Aufnahme beenden. Es anfängt zu regnen und ich merke schon, dass ich langsam etwas feuchter werde und da habe ich keine Lust drauf. Also dann bis heute Abend oder heute Nachmittag. Wir haben einen relativ großen Garten bei uns in der Eigentümergemeinschaft und den teilen wir uns mit dem Gießen auf. Jede Woche ist im Sommer jemand anderes dran und da muss man auch schon mal Glück haben, wenn es in der Woche richtig regnet, weil dann hat man mehr Zeit, um solche Aufnahmen hier zu machen und muss sich etwas weniger um das Gießen des Gartens kümmern. Wir haben 6:15 und meine Tiefsee ist noch am Arm. Ja, ich muss heute diese Aufnahme etwas früher machen, weil wir heute Abend ins Kino gehen, mit Hund ins Kino gehen. Wir fahren ins Autokino. Film fängt um 10 Uhr an, muss um 9 Uhr ungefähr da sein, weil wir dann noch einen kleinen Snack essen und einen guten Platz haben wollen. Der Film dauert über 2 Stunden, das heißt, ich werde mit Sicherheit nach 1, vielleicht auch erst um 1:30 zu Hause sein. Und da habe ich keine Lust, noch eine großartige Aufnahme zu machen. Deshalb meine Abendaufnahme jetzt schon. Ich habe euch ja heute Morgen das Band gezeigt. Das ist ein Band von Miros Time. Ich blende euch das jetzt einmal ein. Und dann könnt ihr sehen, was für ein Band das ist. Im trockenen Zustand ein irrsinnig angenehmes Band. Super zu tragen. Wirklich extrem komfortabel am Arm. Ich wollte schon das Hohelied auf dieses Band singen. Und dann war ich gerade damit duschen. Und es ist richtig lang geworden. Das heißt, im nassen Zustand bestimmt um ein Loch länger geworden. Ich musste es also tatsächlich kürzen, was ich so von NATO-Bändern oder Zulu-Bändern nicht kenne und ich extrem unpraktisch finde, wenn man damit schwimmen gehen möchte und dann im Schwimmbad, am Strand, im Meer plötzlich anfangen muss, das Band zu verstellen. Finde ich echt nicht ideal. Finde ich super schade. Ich werde das über die Woche nochmal beobachten,
Wenn es dabei bleibt, ist das für mich ein richtig fetter Minuspunkt für dieses an und für sich wunderschöne und echt super komfortabel zu tragende Band. Naja, mehr über die nächsten Tage. Wir haben Samstagmorgen, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Und meine Wandag-Tiefsee ist natürlich noch am Arm. Ja, heute geht es in den Urlaub, 3 Wochen in den Schwarzwald. Ich freue mich wie Bolle, wenn das Video hier ausgestrahlt wird, bin ich wieder zu Hause, der Urlaub ist vorbei. Und ich dachte, ich werde euch gleich mal zeigen, was ich so alles für den Urlaub mitnehme oder eigentlich seitdem ich bei YouTube Videos mache, regelmäßig in den Urlaub mitnehme, denn das ist schon eine ganze Menge von Kabeln, Akkus, Kameras, Stativen, Unterlagen zum Filmen und so weiter und so fort. Das ist ein eigener Rucksack nur für meinen Videokram, den ich regelmäßig mitnehme. Ich dachte, ich zeige euch das einfach mal, weil ich finde es mal ganz interessant, was andere so mitnehmen, neben Wäsche und an anderen Kram, so aus der Hobby-Ecke. Und ich teile das heute mit euch. Die Uhr, die ich am Arm habe, hier seht ihr sie nochmal, hat sich über Nacht sehr positiv gezeigt. Ich hatte, was die Leuchtkraft betrifft, weniger erwartet. Und ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht worden. Bei den kleinen Zeigern, kleinen Indizes kann man natürlich keine Wahnsinnsleuchtkraft und keine Taschenlampe erwarten. Aber ich konnte die Zeiger die ganze Nacht durch ablesen. Musste mal genau hingucken, aber sie war die ganze Nacht ablesbar. Die Indizes waren nicht ganz so toll, aber es ist wirklich mehr, als ich erwartet habe, was mich sehr freut. Und dann eine Sache noch. Ich bin nicht sicher, ob ich gestern nicht ziemlichen Müll erzählt habe, was das Band betrifft, dass sich das so extrem weitet, wenn es nass ist. Ich glaube, es ist etwas anderes, was mich gestört hat. Ich werde das über die Woche genau beobachten und werde das Thema nochmal aufgreifen, um euch genau zu sagen, was mein Empfinden bei dem nassen Band ist im Vergleich zum trockenen Band. Ich glaube aber mittlerweile nicht mehr, dass es die Länge ist. Ja, ich hatte ja schon gesagt, ich zeige euch, was ich so einpacke, wenn ich in Urlaub fahre. Fangen wir mal mit der Musik an. Hier habe ich meine AirPod Max, einfach um ein bisschen gute Musik zu haben. Und falls es in der Ferienwohnung keine gute Stereoanlage, keinen guten Sound gibt oder wenn man auf dem Balkon sitzt, hier ist meine Bose Soundbar. Und hier haben wir so mein EDC-Pack, wenn ich mal für ein Wochenende unterwegs bin, Swiss Multitool, Notfallkabel, Taschenlampe, wenn ich mit dem Hund draußen bin, Ersatzbatterien, Akku, ein paar Kopfschmerztabletten, ein bisschen Paracord. Hinten drin ist auch ein Feuerstahl, habe ich bisher noch nie gebraucht, aber sicher ist sicher. Dann weiter Kabel und Ladegeräte, weil mit mehreren iPhones, mehreren iPads, mehreren Kindles braucht man schon einen kleinen Sack von Ladegeräten. Dann habe ich hier meinen iPad-Ständer, dann ein paar Powerbanks, 1, 2 Ansteckmikrofone, ein paar Tischstative, einmal hier mein Handheld-Stativ, dann ein Selfie-Stick für etwas weitere Aufnahmen, ein Tischstativ. Und dann können wir mal kurz an die Seite gehen. Hier ist dann an der Seite mein großes Stativ zum Freistehen. Dann, falls es in den Wald geht, was es ja mit Sicherheit wird, ein paar Messer zum Schnitzen, ein iPhone als dritte Kamera, wenn man so möchte. Hier ist mein Apple Pencil drin. Da ist ein Adapter drin für die SD-Karten sowie eine Reserve-SD-Karte. Hier ist übrigens noch ein Adapter drin für das iPad, dass ich da auch USB und Klinke und alles Mögliche dran anschließen kann. Ein paar Notizbücher, falls ich Videoideen habe oder ein Video doch mal skripten möchte. Und natürlich meine Sony ZV-E10, mit der ich mittlerweile die meisten meiner Videos drehe. Dann ein Haufen Kabel, Fernbedienung, Filter, Ersatzakkus und so weiter und so fort. Und dann natürlich ganz wichtig zum Schneiden und nochmal Videos gucken, mein iPad.
Ja, und das Ganze kommt in einen Rucksack rein und das ist dann quasi mein persönliches Equipment, wenn ich länger in Urlaub fahre. Übrigens, Ivan Dark macht sich immer noch hervorragend am Arm und ich glaube, ich habe jetzt rausgefunden, was es mit dem Band auf sich hat. Das werde ich euch aber noch mal sehr detailliert im Urlaub zeigen. Ja, wir haben Samstag 7 Uhr und wir sind glücklich in unserem Apartment angekommen. Meine Van Dark ist natürlich noch am Arm und ich zeige euch mal kurz, wo wir hier angekommen sind. Dafür muss ich kurz auf Weitwinkel umstellen. Und da bin ich auch schon wieder. Das ist das Apartment, wo wir hier sind. Schönes altes Fachwerk. Wenn ihr den Boden knarzen hört, das ist ein ganz altes Haus mit schönen alten Holzdielen. Und jetzt zeige ich auch mal kurz unsere kleine Küche, wo ich mich hier die nächsten 3 Wochen austauben werde. Da draußen auf dem wirklich großen Balkon ist unser Hund. Wir haben ein funktionales Badezimmer und ein wunderschönes, auch relativ großes Schlafzimmer. Alles in allem ziemlich kühl hier, weil es eben ein extremer Altbau ist. Und das finde ich sehr angenehm. Ja, das ist jetzt für die nächsten 3 Wochen mein Zuhause. Und hier werde ich euch über die Wandag-Tiefsee berichten. Ja, wer mich kennt, der weiß, dass nicht nur Uhren und Messer zu meinen Hobbys gehören. Ich habe da noch viel mehr Interessen und eines davon ist Kochen. Leider ist es so, dass ich zu Hause oft zu wenig Zeit, zu wenig Muße habe. Deswegen genieße ich es total im Urlaub, Sachen zu machen, die ich entweder sehr gerne mag, wie zum Beispiel hier diese Pilz-Gemüsepfanne, oder neue Sachen auszuprobieren. Das hier ist eines der einfachsten und für mich leckersten Gerichte, die man machen kann. Frisches Gemüse, Zwiebeln, Knoblauch, Öl, Pfeffersalz, viele Pilze, das Ganze mit hausgemachten Nudeln hier vom heimischen Bauernhof. Einfach nur super lecker. Wir haben Sonntagmorgen, wir haben 8:50 und meine Wandag-Tiefsee ist noch am Arm. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt im Urlaub angekommen. Die kleine Roomtour habe ich ja gestern schon gemacht. Wir haben hier ein wunderschönes Apartment, das habe ich euch gestern schon gezeigt, sind mitten in der Innenstadt von Lahr. Der Nachteil ist, dass wir zwar viel Grün haben, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, das sind aber alles Privatgrundstücke. Das heißt, damit mein Hund sich lösen kann, müssen wir hier ein ganzes Stück laufen und das haben wir dann gestern erkundet. Das ist halt der Nachteil der Innenstadt, dafür ist es aber hier echt super und ich bin richtig gespannt, wie die Stadt dann ist, wenn sie am Montag lebt. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit allem, was wir hier angetroffen haben und freue mich total auf die Woche. Mal schauen, was ich euch die Woche noch zeigen kann. Jetzt geht's erstmal ins Badezimmer und ich zeige euch, was ich mit dem nassen Band die letzten Tage gemeint habe. So ist das Armband, wenn es trocken ist. Also es dreht sich etwas um den Arm, aber ich muss ein bisschen dran drücken und machen. Ich habe das eigentlich ganz gerne, wenn die Armbänder ein bisschen locker sitzen. Und jetzt zeige ich euch, wie das ist, wenn es nass ist. So, ich habe das Band jetzt nass gemacht, wie ihr sehen könnt. Und es dreht sich jetzt sogar in beide Richtungen. Komplett um den Arm rum und nicht nur in eine. Und es scheint ein bisschen weiter geworden zu sein. Da kriege ich das eingefangen. Ja, so ein bisschen. Ist es aber de facto nicht. Es ist nur einfach noch sehr viel weicher und beweglicher, was man auch hier an dem Keeper sehen kann, der echt jetzt ganz, ganz weich und wabbelig geworden ist. Also das Band ist insgesamt einfach weicher und beweglicher geworden, nicht weiter. Da habe ich mich ziemlich vertan, ist aber so auffällig, wie ich das wirklich bei keinem anderen Band habe. Wir haben Sonntag, 3. Tag meiner eine Woche am Arm. Meine Wandag-Tiefsee ist noch am Arm. Wir haben kurz nach
11 und meine Wanderhack-Tiefsee ist noch am Abend. Ich war mit meinem Hund, der Motte, auf der letzten Hunderunde. Und die ersten beiden Tage im Urlaub waren, wie sehr oft bei uns, ausgesprochen ruhig. Viel geschlafen, viel Schlaf nachgeholt, gekocht, gelesen. Also wirklich extrem entspannt. Mir ist heute nur eine Sache aufgefallen, dass an der Wanderhack-Tiefsee eine bestimmte Sache doch relativ scharfkantig ist. Nicht so, dass man sich verletzt oder es unangenehm ist, aber doch extrem definiert ist diese Kante. Und das zeige ich euch morgen, wenn ich es schaffe, etwas genauer im Bild. Denn das ist mir schon aufgefallen. Wie gesagt, es verletzt nicht, es stört nicht am Arm. Aber das ist eine schärfere Kante, als ich sie bei anderen Uhren bisher in dieser Art und Weise kennengelernt habe. Ja, Montagmorgen, Tag 4 meiner eine Woche am Arm und meine Wanderhack-Tiefsee ist noch am Arm. Ja, letzte Nacht war ganz bescheiden. Meine Frau hat Magen-Darm, hat die ganze Nacht im Badezimmer gehangen und zwischen Toilette und Waschbecken gependelt. Eine extrem unruhige Nacht. Das ist auch der Grund, weswegen ich geflohen bin und auswärts frühstücke. Ich nutze das einfach, um euch mal zu zeigen, wo ich hier bin. Eine türkisch-deutsche Bäckerei, total schön hier. Eine super Frühstück, auf das ich mich total freue. Und ich habe auch die Aufnahmen von der Wanderhack gemacht mit der scharfen Kante unter der Uhr. Also man schneidet sich nicht dran, aber es ist wirklich sehr definiert. Und wenn man fest dagegen drückt, ist es auch spitzkantig, aber am Arm und beim Tragen in keinster Weise ein Problem. Eine mindestens interessante Variante des Gehäuses, die ich so noch bei keiner anderen Uhr gesehen habe. Wir haben Dienstagmorgen, Tag 5 meiner eine Woche am Arm und meine Wanderhack-Tiefsee ist noch am Arm. Wie ihr sehen könnt, auch noch mit dem blauen zweiteiligen NATO-Band bzw. dem Band, was ich euch ja schon im Video verlinkt habe. Ich werde aber heute auf das Stahlband wechseln und den Rest der Woche mit dem Stahlband verbringen. Ich habe mein Bandwechselwerkzeug natürlich nicht dabei. Das heißt, ich werde hier auf Hausmannswerkzeug zurückgreifen müssen. Das hier ist ein Victorinox, wo ich den Dosenöffner zu einer dritten Klinge geschliffen habe. Und damit müsste es eigentlich möglich sein, die Federstege relativ problemlos zu entfernen. Schauen wir doch mal kurz rein. Einer hat schon geklappt. Und der zweite klappt auch ganz hervorragend. Also überhaupt kein Thema. Und dann kommt das Stahlband, das Logo des Stahlbands zeigt Richtung 6 Uhr und dann kommt das Stahlband dran. Immer das gleiche mit diesen Schnellwechselstegen, damit komme ich nicht wirklich gut zurecht. Na, ich mache es ohne Kamera, dann habe ich besseren Winkel vom Arm und zeige es euch anschließend. Ja, das ist immer etwas schwierig für mich. Mit den Schnellwechselstegen, je nachdem wie der Winkel des Stahlbandes ist. Ich habe es jetzt geschafft und jetzt kommt die Uhr mit Stahlband an den Arm für den Rest der Woche. Wir haben Mittwochmorgen, 8:55 und meine Wanderhack-Tiefsee ist noch am Arm. Ja, gestern Abend habe ich keine Aufnahme mehr gemacht. Ich war einfach so müde. Ich bin ins Bett gefallen, bin eingeschlafen und habe es echt total verpasst, noch eine Aufnahme zu machen. Gestern war ein mega super Tag. Ich war mit meiner Frau, nachdem es ihr nicht so gut war, kurz ein kleines Stückchen in der freien Natur. Übrigens Kaffeezeit morgens. Prost. Wir sind ein kleines Stück spazieren gegangen, haben eine super Wiese gefunden, haben uns da breit gemacht. War einfach nur ein wunderschöner Tag. Und ich habe es geschafft, meine Frau
zum Lachen zu bringen. Sie hat Tränen gelacht und ich will euch kurz zeigen, warum. Ich habe mir nämlich für die heißen Tage, nicht nur für den Urlaub, sondern auch für zu Hause, eine Kopfbedeckung zugelegt, die es verhindert, dass ich mir die Rübe, Ohren und Nase verbrenne. Und ja, als ich diese Kopfbedeckung meiner Frau gezeigt habe, hat sie Tränen gelacht. Am besten fand sie, glaube ich, diese Variante hier. Ich persönlich bevorzuge die etwas sportlichere Variante, aber ich habe meine Frau selten so lachen sehen, wie in dem Moment, als ich den Hut rauskramte und ihn aufgezogen habe. Ich habe gestern noch mit dem Jürgen Beetz von Borgward telefoniert und ich kann morgen ganz spontan vorbeifahren, eine Vorortbesichtigung machen. Das heißt, morgen wird es dann nochmal hoffentlich ganz interessante Aufnahmen geben zu einem Vorortvideo, was ich dann separat nochmal aufnehme mit einer kompletten Aufnahme des Betriebs vor Ort. Aber morgen werde ich euch schon erste Eindrücke davon geben. Mit der Wanderaktivsee, die wie gesagt immer noch arm ist, bin ich, das kann ich jetzt schon mal als Vorabfazit sagen, sehr glücklich. Sie gehört nicht zu meinen absoluten Lieblingsuhren. Ich kann auch ziemlich genau sagen, warum. Ich finde die Uhr für mich schlicht und ergreifend ein kleines bisschen zu fein, zu dünn. Nicht, die Indizes und Zeiger sind mir insgesamt nicht breit genug. Ich bin ja nur kein zierlicher, schmaler, besonders dünner Typ. Also die Uhr passt vom gesamten Erscheinungsbild nicht so gut zu mir. Es liegt aber nicht an der Uhr, sondern ganz alleine an mir. Insgesamt finde ich die Uhr aber ausgesprochen gut gemacht. Ich finde sie sehr angenehm am Arm und sie ist, obwohl die Zeiger und Indizes vergleichsweise filigran sind, doch erstaunlich gut die ganze Nacht über ablesbar, selbst dann, wenn ich sie nicht, wie ich es üblicherweise mache, mit einer Taschenlampe noch aktiviert habe. Wir haben Mittwochabend, 10 nach 8 und meine Wanderaktivsee ist noch am Arm. Ja, wir hatten heute einen unglaublich warmen Tag. Wir sind viel unterwegs gewesen, sind am Rhein entlang gelaufen, haben meinen Hund oder unseren Hund die Motte ins Wasser gelassen. Und dabei ist natürlich auch mein Hut zum Einsatz gekommen. Meine Frau konnte es überhaupt nicht verstehen, dass ich ihn tatsächlich in der Öffentlichkeit am Rhein getragen habe. Aber es war absolut genial, weil ich habe nie gedacht, dass das so viel ausmacht, gerade was Schatten im Gesicht und Hitze auf dem Kopf betrifft. War also absolut ein Träumchen. Die Uhr, die Wanderaktivsee, trägt sich übrigens bei Hitze mit Stahlband ausgesprochen angenehm. Ich bin da ein bisschen antizyklisch veranlagt. Normalerweise trage ich im Sommer eigentlich Lederbänder beinahe lieber als Stahlbänder, weil Lederbänder auch ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen und wenn sie dann durch sind, sind sie durch, werden getauscht. Bei Stahlbändern habe ich es oft, dass es darunter feucht ist und der Arm dann doch was nass und das habe ich überhaupt nicht so gerne. Ich weiß nicht, woran es liegt. Bei der Uhr hier war das definitiv überhaupt nicht der Fall. Hat sich also wirklich mega getragen und wir haben heute den ganzen Tag 28, 29 Grad gehabt. Nächste Woche sollen noch mal ein paar Grad draufkommen. Da soll es dann auf 37, 38, 39 Grad hochgehen. Ich bin sehr gespannt, wie ich das dann verkrafte. Aber die Wanderung wird dann wohl nicht mehr am Arm sein, denn nach einer Woche habe ich dann doch auch gerne das Gefühl zu wechseln. Morgen geht's zu Borgward. Ich freue mich da total drauf und da ich bei sowas immer gerne dazu tendiere zu verpennen, sage ich mal jetzt schon, ich werde morgen früh keine Aufwärmer machen, aber morgen Abend ein Resümee des Tages machen, wie es bei Borgward war und natürlich auch mein abschließendes Fazit über die Wanderaktivsee. Ich kann jetzt schon sagen, das Fazit wird durchaus positiv ausfallen. Ich werde aber auch sagen, was mir persönlich am Design und an der Uhr vielleicht nicht 100% gefällt, aber das ist bei dieser Uhr, auch das kann ich jetzt schon sagen, ganz klar Geschmackssache und keine Qualitätskritik. Ja, wir haben Donnerstagabend, Tag 7 meiner eine Woche am Arm.
Wir haben 10:45 und meine Wandaktivste ist noch am Arm. Womit soll ich heute beginnen? Mit dem Fazit zur Uhr oder mit meinem Fazit des Tages? Ja, gar nicht so leicht. Ihr hört, ich bin noch draußen, ich bin noch unterwegs, ihr hört es am Verkehr. Ich fange mal mit dem Fazit des Tages an. Ich war heute bei Borgward und habe die Zeitmanufaktur dort besichtigt. Ich war viel länger dort als geplant. Das Video wird ganz kurz nach diesem Video hier auf meinem Kanal kommen. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, denn Jürgen Betz, der Chef von Borgward, hat sich ganz viel Zeit genommen, hat mir den kompletten Betrieb gezeigt, die einzelnen Produktionsschritte, viel zur Firma erzählt. Es war ein richtig schöner Tag. Ich blende euch, während ich hier spreche, der hört da meinen Hund, ein paar Schnipsel ein. Und ihr werdet hoffentlich neugierig genug sein, euch auch das volle Video anzuschauen, wenn es denn kommt. Denn wie gesagt, es lohnt sich in jedem Fall. Ja, das ist aber nicht das Thema dieses Videos hier, sondern das Thema dieses Videos ist die Wanda-Aktivsee. Und ich kann sagen, es ist eine wirklich richtig tolle Uhr für den Preis. Wie gesagt, Listenpreis 399 Euro am Stahlband und 369 am NATO-Band. Richtig tolle Uhr. Ich würde sie mir auch zum Listenpreis jederzeit wieder kaufen. Ich hatte ja schon gesagt, die etwas feineren Zeiger und die feineren Indizes passen nicht zu mir. Ihr seht hier, ich bin also kein besonders schmaler und klapprig gebauter Kerl. Insofern ist diese etwas feinere und filigranere Uhr nichts, was zu meiner persönlichen Erscheinung passt. Aber die Uhr hat sich extrem bewährt diese Woche, trägt sich super angenehm, war nie deplatziert und ist die Woche über mit etwas weniger als 6 Sekunden im Plus gelaufen, was für mich ein vollkommen guter Wert ist, denn eine Minute in 10 Tagen heißt, die Uhr geht im Monat nie mehr als 1,5 Minuten falsch. Wenn ich sie 90 Minuten zurückstelle und einen Monat durchlaufen lasse, bin ich am Ende des Monats bei plus 1,5 Minuten und das ist absolut im grünen Bereich. Mein Leben ist nicht so getaktet, dass es auf 1,5 Minuten im Plus oder Minus ankäme. Und dafür würde ich die Uhr auch nie aufmachen lassen, um sie neu einstellen zu lassen. Mir reicht das völlig. Insofern bin ich da absolut glücklich mit. Wasserdichtigkeit ist natürlich super. Das Blau passt gut. Es passen auch erstaunlich viele Armbänder an die Uhr. Ich hatte ja das Watch Steward dran. Dann hatte ich das blaue NATO von Miros Time. Jetzt habe ich das Stahlband dran. Ich könnte mir aber auch ein mittelblaues Lederband sehr gut an der Uhr vorstellen. Insofern eine tolle Uhr aus meiner Sicht, eine klare Kaufempfehlung. Und für mich persönlich hat sich auch ein kleines bisschen die Scheu vor den Miyota-Werken abgebaut. Ich war da immer ein kleines bisschen zögerlich. Bei der Uhr ist mir nichts von dem aufgefallen, was mich sonst immer abgehalten hat, Miyota-Werke zu kaufen. Insofern ist diese Uhr für mich persönlich ein doppelter Gewinn. Ja, soweit zur Wanda-Aktivsee. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ansonsten bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos, denn die werden zumindest meiner Meinung nach mega interessant. Bis dahin, tschüss, euer Axel.